Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum neuen Video von uns. Mein Name ist der Buddha und wir sind die Sniglers Guild und wir machen hier auf YouTube Videos rund ums Thema Axie Infinity. Heute, liebe Leute, soll es mal darum gehen, einfach mal zu erklären, warum wir uns momentan gegen den Landkauf entschieden haben. Wir haben jetzt wirklich schon seit Wochen und Monaten überlegt und ich werde auch immer wieder gefragt, ob man sich nicht zusammentun möchte oder ob man zu uns in die Guild reinkommen kann, damit wir zusammen Land kaufen können als Guild. Bin ich auch erstmal ein Riesenfreund von, finde ich auch gute Überlegung, aber heute vielleicht ein, zwei Argumente, warum wir uns jetzt wirklich auch eigentlich dagegen entschlossen haben. Also viel Spaß beim Video! Bevor es wirklich losgeht, nochmal ganz, ganz kurz ein bisschen Werbung in Eigensache. Falls ihr am 18.12. noch nichts zu tun habt, kommt doch bitte zu mir nach Berlin. Ich halte nämlich einen kleinen Vortrag über Axie Infinity bei den Tradesurfern. Mega, mega cooles und liebes Team. Die haben am 18.12. hier in Berlin einen Vortrag. Ich will das auch noch ganz kurz andeuten hier. Genau, hier sind die Sprecher. Das ist einmal Larissa, das ist sozusagen die Gründerin eine der Mitgründerinnen von Tradesurfer. Dann noch die Bianca und der Stefan von Team FX Nomads. Und ich natürlich noch als Axie Infinity Experte werde da 45 Minuten ein bisschen über Axie Infinity reden, erklären, Leuten das nahebringen, dann auch eine kleine Game Session machen und danach bin ich einfach zur Verfügung da, um Fragen, Antworten euch zu geben und euch auch einfach ein bisschen kennenzulernen. Also falls ihr am 18.12. noch nichts zu tun habt, bitte kommt vorbei. Ich lasse euch mal in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr Tickets dazu buchen könnt. Es wird da, genau, das Seminar wird auf so einem Schiff hier in Moabit gleich bei mir vor der Haustür auch stattfinden. Und genau, dann gibt es da auch noch eine Aftershow-Party abends, falls ihr da auch Lust habt, noch mitzumachen. Es wird Catering geben, veganes und vegetarisches Essen. Und das dazu, aber jetzt wirklich zum Land-Gameplay. Als allererstes möchte ich mal auf diesen coolen Artikel hier hinweisen. Der ist vom 21. Januar 2019, also kurz bevor Land Sale denn auch dann live ging. Und hier steht eigentlich alles Wichtige drin, was man so mal wissen muss. Sehr interessant natürlich an erster Stelle, dass bisher auch nur 25% des Landes, was es in Lunasia geben wird, auch erst verkauft ist. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Land noch, was noch gar nicht zur Auktion draußen stand, man noch gar nicht erwerben konnte. Da halt auch so unser erster Gedanke, ja, was passiert denn, wenn die restlichen 75% released werden so? Erstens, zu welchem Preis werden die released? Am Anfang war hier damals noch die Überlegung, dass es dann 17,42% teurer wird als vorher, aber da die Preise so explodiert sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur zu dem Preis released wird, denn wenn wir uns mal die Preise angucken, wie teuer es früher denn war, dann sehen wir, dass Savannah damals 0,05 Ethereum gekostet hat. Und an der Stelle nochmal gesagt, man hat so eine Box gekauft. Man hat jetzt nicht einen Landplot direkt gekauft, sondern man musste so Boxen kaufen. Da gab es dann verschiedene, einmal Savannah, Forest, Arctic und Mystic. Und genau, in dieser Box waren dann halt ein Plot von einem Land, und halt noch verschiedene Items drin, die man sich ja jetzt auch auf dem Marketplace angucken kann. Und je teurer natürlich die Box, die man sich gekauft hat, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Genesis-Land bekommt. Also wirklich genau das Mittelste, wo am meisten Traffic auf jeden Fall später sein wird. Und genau, nochmal interessant an der Stelle zu sagen, zum Anfang des Jahres, da war zu dem Zeitpunkt, als der Verkauf war, Ethereum, glaube ich, so bei $100. Und man sieht also, die Leute, die damals zugecasht haben, haben da richtig, richtig Kohle mitgemacht. Viele halten auch immer noch ihr Land. Man kann eigentlich bei Axie World auf der Internetseite auch genau sehen, wer welches Land hält. Und prozentual ist das so in einem Kuchendiagramm schön dargestellt. Aber leider ist jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, Axie World down die Seite. Kann man nichts machen. Aber jetzt geht es weiter mit den verschiedenen Crates hier, die man kaufen konnte. Und sehr, sehr interessant finde ich hier, wenn man mal die miteinander vergleicht. Das ist jetzt eigentlich das Hauptargument, warum wir jetzt gerade kein Land kaufen. Wir müssen jetzt mal ganz genau aufpassen. Also wir haben hier einen Vergleich zwischen Savannah und Forest. Und wir sehen 0,05 Ethereum und 0,16 Ethereum. Das ist jetzt ein Unterschied. Wir sagen, Forest ist 3,2 mal so viel wert wie Savannah damals, ne? Die Entwickler müssen sich ja auch was dabei gedacht haben. Wir sehen, ne? Also Savannah passt 3,2 mal in Forest rein. Die Zahl müssen wir uns mal merken, ne? Im Hinterkopf behalten, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und wenn wir jetzt Forest mit Arctic vergleichen, haben wir hier einen Wert von so 2,8. Also Arctic ist 2,8 mal so viel wert wie Forest. Und wenn wir dann nochmal gucken, wir haben hier Mystic, da haben wir einen Vergleich von
2,2. Also Arktik passt 2,2 mal in mystisch rein. Und jetzt ist natürlich sehr, sehr interessant, mal zu gucken, wie ist denn momentan der Preis auf dem Marketplace? Was haben wir da für Unterschiede? Und dazu bin ich mal in Marketplace reingegangen. Und was ich da gemacht habe, ich habe mir jetzt nicht die Floorpreise angeguckt, sondern ich bin hier hingegangen, um einfach mal einen Durchschnitt zu haben. Weil jetzt nur Floorpreis anzugucken, habe ich da nicht für ja, genug Informationen empfunden. Deswegen, ich habe mir einfach mal die ganze erste Seite genommen, habe die Preise addiert und dann einen Durchschnitt errechnet. Und das habe ich sowohl für Savannah, Forest, Arctic und Mystic gemacht. Und dabei ist Folgendes rausgekommen. Errechnet hat sich ein Durchschnitt für Savannah von 3,87 Ethereum, für Forest 4,92 Ethereum und im Durchschnitt bei Arctic 8,91 und bei Mystic 22,59. Ja, und was uns jetzt auffällt, wenn wir mal zurückdenken, was hatten wir denn dafür bei dem Kauf für einen Unterschied an Wert? Und da habe ich das mal gegengerechnet und wir sehen, Savannah, anstatt diese 3,2 mal mehr für Forest haben wir da nur eine Preissteigerung von 1,28. Und das ist ja deutlich, deutlich weniger. Und ähnliches sehen wir auch bei Forest. Bei Forest ist es so, anstatt 2,81 mehr an Wert zu haben, haben wir dort nur einen Mehrwert von 1,79, wenn man es jetzt auf Ethereum bezieht. Und bei Arctic ist es wiederum anders. Da haben wir jetzt einen Wertanwachs, der ist sogar besser für uns, wenn wir den jetzt kaufen. Also wir haben 2,53 mehr an Wert als bei zwei, als sonst früher bei dem ersten Verkauf von 2,2. Und von daher sehen wir momentan gerade einen super Overprice, also viel zu Overprice bei Savannah und Forest. Wir zahlen viel, viel mehr für das, was man originalmäßig natürlich früher bekommen hätte. Und ja, das, also früher muss sich das Entwicklerteam ja schon was dabei gedacht haben, wo denn jetzt diese Preisunterschiede herkommen. Und ja, das wird sie ja jetzt wahrscheinlich immer noch denken. Natürlich haben wir jetzt hier Preise. Das Entwicklerteam wird bestimmt auch die echten Preise jetzt annehmen dafür, wenn es dann mal darum geht, dass das Land-Gameplay auch droppt. Das droppt ja so in, ja, sagen wir mal, 3 bis 5 Monaten ungefähr. Und dann wird natürlich geguckt, wie kann man den Spielern das ROI, also Return on Investment, wiedergeben. Aber trotzdem, auch wenn die das Bedenken dabei, kann ich mir vorstellen, dass hier ganz, ganz viele Investoren und Besitzer von Savannah und Forest auf die Schnauze fallen können. Und dass eventuell, dass das auch passiert. Und von daher haben wir uns entschieden, erstmal auf jeden Fall nicht Savannah oder Forest zu kaufen, falls wir doch mal Land kaufen sollen. Dann entweder auf jeden Fall Arctic kaufen oder halt sogar auch dann Mystic. Je nachdem, wie viele Leute wir bei uns in der Guild finden. Wir haben schon sehr, sehr viele Interessen auf jeden Fall. Und da kann man ja auch da mal was zusammenlegen, das ist ja gar kein Problem. Das werden wir auch machen, aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, erstmal abzuwarten und zu gucken, wie es sich denn weiterentwickelt, wann das andere Land kommt und was dann wirklich passiert, wenn das Land-Gameplay auch droppt und wie sich dann die Preise entwickeln. Denn momentan, also ich würde es, wenn ihr natürlich jetzt Land kaufen wollt, so, ja, ich würde es euch nicht empfehlen, Savannah oder Forest zu kaufen, da man einfach nicht genau den Wert bekommt, der ursprünglich dafür vorgesehen war. Von daher, wenn ihr euch Land kauft, kauft euch Arctic, kann ich nur, also wäre mein Bauchgefühl, ist natürlich gar kein Financial Advice hier. Vielleicht lohnt sich auch das nicht mehr, aber ja, die Entwickler werden sich ja was dabei denken, wie man da seinen Return on Investment wiederbekommt. Und das, um das nochmal zu bestärken, wir sind uns ganz, ganz sicher, dass es da halt eine Korrelation gibt zwischen den ursprünglichen Werten, Unterschieden und zu denen, die dann wirklich auch kommen in Land Gameplay. Das wird definitiv einen Zusammenhang haben. Und ja, warum ist jetzt natürlich die Frage, warum ist hier jetzt so ein Riesenwertanwachs passiert? Also warum ist es so viel teurer geworden? Es wird einfach, also vermutlich an der Spekulation liegen. Viele Leute haben natürlich auch Lust, Land zu kaufen und dann ist natürlich der Einstieg bei Savannah. Wir sehen hier 14.000 Dollar, Forest, sehen wir hier 19.000 Dollar. Ist natürlich ein viel, viel größerer Unterschied, als wenn wir jetzt uns Arctic angucken, gleich 34 investieren müssen. Aber wenn man sich den Wert dahinter mal anguckt, ist es wirklich so, dass man bei Arctic und Mystisch einfach mehr dafür bekommt. Wenn man natürlich wieder darauf auslegt, dass es einen Wert hat, der hier ursprünglich auch dafür vorgesehen war. Von daher, kauft euch kein Forest und Savannah, ist es, glaube ich, zu viel Spekulation, ist es zu viel Risiko. Überlegt euch das ganz genau, ob ihr da das ganze Geld für ausgeben wollt. Meine Empfehlung ist ja nicht. Das war es auch schon zu dem Video heute. Ein bisschen kürzer, aber ich glaube, dass die wichtigsten Punkte habe ich rübergebracht. Falls ihr noch Fragen dazu habt oder falls ihr eine Meinung dazu habt, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt drauf.
Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, das hilft uns weiter zu wachsen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Save the planet!